Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren der Medien, vor allem aber ein herzliches Willkommen unserer Tourismusministerin, liebe Elli Köstinger, ein herzliches Willkommen, sehr geehrter Herr Landesrat, Generalsekretärin, Stellvertreter und sehr geehrter Herr Präsident, heute nicht ganz so sonnig, wie wir uns das gewünscht haben, aber trotzdem ein sehr, sehr schöner und sehr guter Tag. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle wissen, dass gerade der Tourismus die Auswirkungen der Corona-Krise besonders zu spüren bekommt. Und deswegen ist es schön, dass wir jetzt gemeinsam der Tourismusbranche wieder Leben einhauchen. Sie alle wissen, dass vor allem die Gastronomie mit 15. Mai wieder ihre Türen öffnen konnte. Jetzt setzen wir den nächsten Schritt mit den Beherbergungsbetrieben. Die Buchungslage ist eine gute, vor allem was die Apartments betrifft. Einen Anstoß braucht es hier noch bei der Hotellerie. Einen Anstoß, dass vor allem der Tourismus hier in der Region, aber in ganz Österreich, wieder Fahrt aufnehmen kann. Von großem Wert für uns in Niederösterreich ist vor allem die Kultur. Deswegen bin ich auch dankbar, dass es möglich ist, Kulturveranstaltungen abzuhalten, Kulturveranstaltungen nach ganz bestimmten Richtlinien unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen und vor allem auch der Auflage von Sicherheitskonzepten. Denn gerade bei uns in Niederösterreich ist die Kultur eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Lebensader für den Tourismus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle wissen, dass dieser Sommer zweifelsohne ganz anders ablaufen wird wie bisher. Klar ist auch, dass dieser Sommer unter ein ganz besonderes Motto gestellt werden muss, nämlich weiterhin aufpassen und gleichzeitig aufmachen. Was meine ich mit weiterhin aufpassen und gleichzeitig aufmachen? Dass wir vor allem sehr Acht geben müssen im Umgang mit dem Coronavirus, dass wir vor allem aber auch mutig sein müssen bei den künftigen Entscheidungen und vor allem auch bei den Lockerungen. Darüber hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es natürlich wichtig, dass wir Maßnahmenpakete eben schnüren. Daher auch ein herzliches Danke an die Bundesregierung für all die Unterstützung generell, vor allem aber auch im Speziellen für den Tourismus und die Gastronomie. Auch das Land Niederösterreich war sich bewusst, hier einen ganz klaren Akzent zu setzen, wo ich ein herzliches Danke sagen darf dem Tourismuslandesrat Jochen Danninger, wo wir hier ein schönes Tourismuspaket im Ausmaß von 22 Millionen geschnürt haben, wo wir auf der einen Seite finanziell unterstützen wollen, aber vor allem auch organisatorisch, dass hier alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden können, wo wir hier mit Beratung voll und ganz unterstützen. Darüber hinaus gibt es eine groß angelegte Tourismuskampagne für Niederösterreich, wo wir vor allem ein Signal senden wollen, die Touristen sollen sich bei uns in Niederösterreich nicht nur wohl, sondern vor allem auch sicher fühlen. Und einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leistet hier vor allem auch die Bundesregierung mit der Initiative der Testungen, wo ich dir, sehr geehrte Frau Bundesministerin, ein ganz großes und herzliches Danke sagen darf für diese Initiative, aber vor allem auch der Wirtschaftskammer. Ich glaube, eine gemeinsame Initiative, die unterstreicht, ja, die Gäste sollen sich bei uns in Österreich nicht nur wohl, sondern vor allem auch sicher fühlen. Und da sind wir natürlich seitens des Bundeslandes Niederösterreich auch stolz, dass wir hier in der Wachau mit dabei sein dürfen, dass wir mit der Wachau auch eine Vorreiterrolle übernehmen dürfen, wo wir als Wachau die erste Region sind weltweit, wo es darum geht, dass eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tourismus regelmäßig und flächendeckend getestet werden sollen.